Ein herzliches Hallo von mir an euch hier zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Ich bin als Kate unterwegs, denn ich habe eine Archivaufgabe, dass ich das Talent Wildpferd dabei haben muss, um entkommen. Wieder Bubba. Und ich habe das Gefühl, ich habe nur mit Kate dieses Talent. Deswegen. What? Deswegen spiele ich hier mit Kate. Hey, Zarina, gut gemacht. Ja, schon wieder. Oh, verdammt. Jetzt wird er wiederkommen, oder? Ich geh mal weg. Ich bin mal wieder der Busch. Echt klar. What? Was ist das? Ja doch, er hat mich gesehen. Schade. Ich glaube, ich hätte noch eine Sekunde warten müssen, dann hätte er auch meine Kratzspuren nicht gesehen. Ich denke mal, die haben mich verraten. Yo. Gut. Zwei Generatoren sind an. Er hat eiserner Griff dabei. Das ist interessant. Okay, Zarina hat oben den angemacht. Was macht die denn dort hinten? Ich glaube, die Mia, die hatte übrigens einen Schlüssel dabei. Weiß nicht, warum aktuell so viele mit einem Schlüssel spielen. Ihr seid zu zweit. Lass uns heilen. Ich weiß nicht, sollten wir da drüben an den Generator direkt ist? Nee, da gehe ich nicht rüber, weil Lilly ist da. Okay, dann suchen wir uns anderen Fleck. Weißt du, ich kann nicht so richtig einschätzen, wo die gerade sind. Weiß nicht, Kate, siehst du ihn? Ich weiß nicht, wo der Keller ist, ehrlich gesagt. Manchmal ist der ja in dem Haus. Shaming. Ich bin da. Ah, schlampiger Schlachter hatte auch. Oder ist es durch Tanata? Eventuell ist es gerade durch Tanata verlangsamt. So, gehen zurück zu dem Generator, wobei ich nicht weiß, ob Billy dort gerade. Ja. Billy ist hier gerade am Werk, aber Nea ist schon da. Er geht ein paar Meter weg. Zarina ist da. Warte, dann. Er ist auch da.
Mal gucken, ob ich hier noch irgendwo was finde. Generatortechnisch. Oh! Ich finde keinen Generator, aber ich habe einen Killer gefunden. Ah, der kriegt mich. Der macht es gut mit der Säge. Der hat die quasi auf 99%. Und wenn er nah genug ran ist, muss er nur noch durchziehen. Schade, ja. Manchmal, oder ich habe das Gefühl, er versägt sich relativ oft. Er sägt sich irgendwo fest, aber dann wiederum. Dann wiederum kriegt er uns alle. Er versucht nicht irgendwie zu tunneln. Bin ich nett. Tatsächlich. Er ist auch nicht, ob er Barbecue dabei hat. Aber er hat sich halt hier gerade schon wieder versägt. Dann denke ich mir. Billy, ey. Geh mal vom Haken weg. Jetzt bin ich das Opfer. Nein. Billy. Okay, das kriegt er. Okay, er ist weggefahren. Kann das sein? Okay. Er ist weg. Aber wahrscheinlich nicht durch meine Verwirrungskünste, sondern weil er einfach jemand anderen gesehen hat. Hier flog eine Krähe durchs Bild. Das wird schwierig. Die ersten Generatoren waren relativ schnell an, aber jetzt hat er so ein bisschen Druck aufgebaut. Schwierig. Oh, die erste ist tot. Die anderen beiden sitzen zu zweit am Generator. Aber ich glaube, er geht auch direkt dorthin. Also ich denke schon, dass Barbecue dabei ist. Kann ich nur hoffen, dass die nicht in meine Richtung gerannt kommen, wenn wir sie jagen. Schaffen wir das noch? Weiß nicht. Ich bin halt tot am nächsten Haken. Oh. Hallo, Billy. Oh. Ich wollte mir flink aufheben, deswegen bin ich gerade so langsam über die Palette gegangen. Schade. Ich bin nicht entkommen, das heißt, diese Archivaufgabe, die muss ich noch mal machen. Schade Schokolade.
Nea ist... War die Nea die... dem Schlüssel? Ich glaube, ja. Okay, gut. Das war eine nicht so erfolgreiche Runde. Wir schauen mal, ob es beim nächsten Mal als Survivor besser wird. Nächste Folge gibt es am Dienstag. Da spielen wir wieder eine Runde Killer. Ich überlege mir jetzt mal, wen ich denn so spielen könnte. Und ich freue mich, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Ich sage jetzt Tschüss. Und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut.